erzähle euch heute ein bisschen was zu Rise of Iron. Ja, es gibt mal wieder Destiny von mir. Krass, oder? Ihr seht im Hintergrund schon, für die, die ein bisschen faul unter euch sind oder keine Lust haben, lange zuzuhören, welche Sachen in diesem Video zu finden sind. Wenn euch diese kleinen, kurzen Infos im Hintergrund genügen, dann würde ich erstmal sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Für alle anderen erzähle ich auch noch ein bisschen was zu den ganzen einzelnen Punkten. Das Lichtlevel steigt auf 400, das Charakterlevel bleibt auf 40, also das ist weiterhin das Maximum. Das Lichtlevel wird allerdings angehoben, zunächst auf 385 und wenn der Hardwait erscheint, dann auf 400. Dieser soll einige Wochen nach Launch von Rise of Iron veröffentlicht werden. Das Loot-System bleibt unverändert. Jeder bekommt ein persönliches Urkundenbuch. Ein derartiges Item ist bereits im SRL-Event im letzten Winter gewesen und auch aktuell in den Jahr 2 Triumph-Momenten zu finden. Also solche Bücher kennt ihr mittlerweile. Dieses Buch allerdings wird euch die komplette Erweiterung über begleiten und euren Fortschritt aufzeichnen. Darin sind Aufgaben verzeichnet, die ihr zu erfüllen habt. Umso mehr Aufgaben ihr erfüllt, desto höher steigt eure Prozentzahl. Bei bestimmten Werten erhaltet ihr dann neue Rüstung, Embleme und mehr, so nanntes Game Informer. Das Festival der Verlorenen und SRL kehren wieder zurück. Auch dieses Jahr gibt es wieder zu Halloween das Festival der Verlorenen. Im Rahmen des Events könnt ihr euch dann über neue Masken freuen und über andere Überraschungen. Näheres wollte Bungie allerdings nicht sagen. Zudem dürft ihr euch im Dezember auch auf die SRL, also Sparrow Racing League, freuen. Die bekannten Strecken werden dabei überarbeitet und es kommen zwei neue hinzu im Rise of Iron Stil, also mit Schnee und Erde und halt Erde-Schnee-Map. So. Allerdings soll das SRL-Event diesmal nicht nur ein reines Sparrow-Rennen sein. Da viele Hüter davon nicht angesprochen wurden, aber die auch was zu tun haben sollen, wird das jetzt wesentlich umfangreicher und es wird auch einige Sachen mehr zu tun geben während des SRL-Rennens. Exotische Waffen sind bestätigt, zum einen die Handfeuerwaffe Dorn und die Quostov 7G0X. Wir wissen bereits, dass Gjallarhorn in Rise of Iron zurückkehrt. Dies ist jedoch nicht die einzige berühmte Waffe, die aus Jahr 1 zurückkommt, denn auch die Dorn kommt wieder. Damit hätte man echt nicht gerechnet. Bislang ist allerdings nicht bekannt, welche Perks sie haben wird, also ob sie mit den gleichen Perks wie in Jahr 1 wiederkommt oder halt mit ganz anderen. Sie ist auf jeden Fall diesmal an eine exotische Quest gebunden, damit ihr nicht ein Gramm farmt und sie direkt am ersten Tag habt. Seht es ein, es funktioniert nicht. Jeder Hüter hatte als erste Waffe die Quostov 7G02 in der Hand. Und jetzt gibt es die nämlich als Exo, heißt dann 7G0X und ist eine exotische Waffe mit echt besonderen Fähigkeiten. Die ist aber allerdings wieder an eine Quest gekoppelt. Ihr könnt aber, wenn ihr die kriegt, den Feuermodus einstellen, also auf automatisch Salven Einzelschuss. Damit könnt ihr die Waffe zu einem Impulsgewehr, Scoutgewehr oder Automatikgewehr machen und ihr könnt auch eure Feuerrate einstellen. Es soll außerdem so viele Anpassungsmöglichkeiten geben, dass ihr 100 Variationen der Waffe haben könnt. Klingt spannend, wie ich finde. Es kommen 8 neue Artefakte, welche ganz spezielle Fähigkeiten bringen. Dazu habe ich ein separates Video gemacht, denn das Video soll nicht so enorm in die Länge gezogen werden und ich habe mir gedacht, das ist wirklich spannend, dazu mache ich ein einzelnes Video. Ich verlinke euch das unten in die Infobox. Individualisieren eures Charakters wird erweitert. Es kommt eine große Anzahl von neuen Waffen und Rüstungssets. Das ist natürlich das Erste, was euer Aussehen ganz verändert. Aber dann kommen auch noch sogenannte Ornamente dazu. Diese fügen bei euren exotischen Waffen einen Siva-Style oder einen Iron Lord-Style hinzu. Bei der Rüstung ist das ein bisschen anders. Da werden die Iron Lord-Ornamente dazu verwendet, um diese mit Fell und Hörnern zu verschönern. Diese Ornamente könnt ihr durch verschiedene Wege erhalten. Einmal durch Radiant Treasures, das sind so ähnliche Items wie die Sterling-Schätze. Ihr könnt die halt in einer bestimmten Menge pro Woche fürs Zocken bekommen. Oder halt im Everversum gegen Echtgeld kaufen. Diese Ornamente bekommt ihr dann außerdem durch High-Level-Aktivitäten wie makellose Trials Ones oder auch wahrscheinlich dem Raid.
Es sollen 5 neue Story-Missionen kommen, plus weitere Missionen und Quests. Die exakte Anzahl ist leider noch nicht bekannt. Allerdings gibt es eine neue Besonderheit in den Strikes, denn im Dämmerungsstrike und in der Strike-Playlist könnt ihr bei erfolgreichem Abschluss an das Item gelangen, das Skeleton Key heißt. Also eine Art Schlüssel. Mit diesem Schlüssel erhaltet ihr einen garantierten Drop einer Strike-exklusiven Sache, wenn ihr eine Strike-Horde damit öffnet. Das ist eine Truhe, die erscheinen soll, wenn ihr einen Strike abschließt. Das ist ganz interessant, aber wie das genau ablaufen wird, das wird sich in den nächsten Wochen zeigen. The Arkham's Forge wird eine neue kooperative Arena in den verseuchten Landen. Ich gehe mal davon aus, dass einfach nur ein Arena-Modus hinzugefügt wird, aber auch hierzu ist noch nichts Genaueres bekannt. Es ist nur bekannt, dass ein neuer Arena-Teil kommen soll. Der neue Raid namens Wrath of the Machine, also Zorn der Maschine, ist ab 23. September verfügbar. Die meisten von euch hatten recht. Nicht direkt am Dienstag, sondern erst am Freitag wird der neue Raid freigeschaltet. Heißt Supremacy, also Vorherrschaft. Ja, es gibt einen neuen PvP-Modus und dazu passend gibt es dann auch direkt 4 neue Schmelztiegel-Maps. Eine davon ist allerdings PlayStation-exklusiv. Das Eisenbanner wird neu erfunden. Darauf wurde leider nicht weiter eingegangen. Das hätte ich sehr, sehr spannend gefunden. Ich kann mir nämlich nichts darunter vorstellen, was das heißen soll, dass es neu erfunden wird. Wenn ihr Ideen habt, ab in die Kommentare damit. Mich interessiert das super, was eure Meinung dazu ist. Es wird neue Waffen, Rüstungsteile, Embleme, Shader, Geißeln und Sparrows geben. Das ist nichts Neues, glaube ich. Also, das ist jetzt nichts, was auch überraschend war. Deswegen springen wir einfach mal direkt zum nächsten Punkt. Neue Charaktere im Social Space. Auch dazu habe ich ein separates Video gemacht, weil das doch auch recht ausführlich ist, welche Leute dann noch dazukommen. Und ja, im Großen und Ganzen war es das dann jetzt, wie gesagt. Das sind alle Neuerungen so im Überblick einmal. Wie gesagt, es gibt jeweils ein separates Video zum Social Space und zu den Artefakten. Die Links packe ich euch unten in die Infobox. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, ab in die Kommentare damit und ansonsten würde ich erstmal sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Ciao!